Vielen Dank, meine Damen und Herren, sehr geehrte Sprecher. Bei dieser Konferenz bin ich auch zum 20. feiere ich das 20. Jubiläum im Schiller-Institut für mich persönlich. Im November 2012, bei einer ähnlichen internationalen Konferenz des Schiller-Instituts in Deutschland, erklärte die Vorsitzende Helga Zeppler-Rusch, sie habe diese Konferenz mit besonderer Dringlichkeit einberufen. Sie sagte, der Grund dafür ist, dass die internationale Lage, insbesondere im Nahen Osten, und die möglichen Gefahren, die von dieser Region für die übrige Welt ausgehen, es notwendig gemacht haben, eine solche Dringlichkeitskonferenz zu veranstalten. Sie warnte, dass die Lage in Südwestasien, im Großraum des Nahen Ostens, derzeit ein einziges großes Pulverfass darstellt. Und wenn der gegenwärtige politische Trend anhält, dann wird die Menschheit mit voller Fahrt vor die Wand fahren. Unglücklicherweise, meine Damen und Herren, sind wir tatsächlich vor die Wand gefahren in großen Teilen des Nahen Ostens. Wenn Helga Zeppler-Rusch also heute eine Warnung ausgesprochen hat, dann sollten Sie alle besser aufpassen. Die Gesamtwirkung der Blair-Doktrin, der sogenannten Schutzverantwortung, die den mächtigen Nationen das Recht zuspricht, die Souveränität und Unabhängigkeit anderer Nationen mit militärischen Mitteln zu beseitigen, wie es in schrecklicher Weise umgesetzt wurde bei der Invasion des Irak 2003, bei der Invasion Libyens 2011, und auch bei den fortgesetzten Angriffen auf Syrien durch eine Kombination von Westen, Saudis, Katar und der Türkei, Unterstützung für angebliche Terrorgruppen wie Al-Qaida und ISIS. Die Gesamtwirkung, meine Damen und Herren, war es, dass große Teile des Nahen Ostens heute in ein dunkles Zeitalter gestürzt wurden, wie es schon einmal nach dem Einfall der Mongolen in die Region und der Zerstörung der damaligen Zentren der Zivilisation, wie zum Beispiel Bagdad 1258, geschehen ist. Und wir müssen dazu die barbarische Bombardierung Jemens addieren durch Saudi-Arabien. Alles, was der Islamische Staat, der sogenannte, und Al-Qaida getan haben an Zerstörung von menschlichem Leben, Infrastruktur und historischen Erbes, wird jetzt noch effektiver getan durch Saudi-Arabien in Jemen. Unter Zuhilfenahme der modernsten amerikanischen und britischen Luftwaffentechnik. Frau LaRouche wies damals auch darauf hin, dass der Zweck der Einberufung jener Konferenz 2012 war, einen vollständigen, dramatischen Paradigmenwandel vorzuschlagen, weg vom Paradigma der geopolitischen Konfrontation und der Konfliktlösung durch Krieg, und dieses durch ein neues Paradigma zu ersetzen. Wie sie damals vorschlug, entwarfen wir als Team des Schiller-Instituts und von Executive Intelligence Review einen Plan für wirtschaftliche Entwicklung, in dem die Nationen in der Region durch eine neue Seitenstraße miteinander verbunden werden und indem wir die Ausbreitung der Wüsten und der Dürre den Krieg erklärten, anstatt Krieg gegen die Menschen in der Region zu führen. Dieser Vorschlag ist in Kurzform in der Studie Die neue Seidenstraße will zur Weltlandbrücke enthalten, die Frau LaRouche in Auftrag gegeben und die wir heute hier gezeigt haben, 2014 von Executive Intelligence Review veröffentlicht wurde. Nun, das Spiel ist noch nicht gewonnen, doch die Chancen, diesen Prozess umzukehren, sind tatsächlich sehr gut. Erinnern Sie sich an das Sprichwort, dass die dunkelste Stunde der Nacht ganz kurz vor dem Morgengrauen kommt, vor dem Einbruch des Morgens. Mit der von den BRICS-Nationen erzeugten Dynamik wirtschaftlicher Entwicklung kann ein neues System geschaffen werden, das auf der Wiederherstellung der Unabhängigkeit und Souveränität der Nationen beruht und sie durch wirtschaftliche Entwicklung und kulturellen Dialog zusammenführt. Und um Sie zu inspirieren und wirklichen Optimismus in diese Lage zu bringen, möchte ich Ihnen zwei Beispiele aus der Region anführen, sowie ein weiteres für die Intervention der BRICS-Nationen, insbesondere Chinas, in Afrika.
Inmitten der Hölle, die in den letzten Jahren in der Region wütete, ragten zwei Nationen heraus durch ihre Entschlossenheit, ihre Volkswirtschaften zu entwickeln und ihre Bevölkerung von der Armut zu befreien. Und diese Nationen sind Ägypten und der Iran. Beide haben großartige Geschichte, große Bevölkerungen von jeweils rund 88 Millionen, meistens junge Erwachsene und Kinder, gewaltige menschliche und natürliche Ressourcen und eine tief verwurzelte historische und kulturelle Identität. Sie sind umringt von Bedrohungen durch Terrorismus und Krieg. Sie wurden, wie im Fall des Iran, mit wirtschaftlichen Sanktionen und technologischer Apartheid belegt. Oder ihre Wirtschaft wurde durch die Politik sabotiert, die von der EU und den USA über den Weltwährungsfonds, die Weltbank und Freihandelsabkommen durchgesetzt wurde. Wie im Fall Ägyptens. Trotz alledem haben sie ihren Kopf über Wasser gehalten und ihre Augen auf die Zukunft gerichtet und arbeiten hart daran, ihre Volkswirtschaften mit den verfügbaren Ressourcen aufzubauen. Und das Ganze mit Inspiration durch die BRICS und die Initiative der neuen Seidenstraße. Das nächste Bild bitte, die Weltlandbrücke. I would like first to take up Iran. Shall I do it? Ich möchte mich zuerst dem Iran zuwenden. Der Iran hat sich zu einem unverzichtbaren Teil der neuen Seidenstraße gemacht, indem er seit 1996 aktiv daran arbeitete, sein nationales Verkehrs- und Energienetz auszubauen, mit allen seinen arabischen Nachbarstaaten zu verbinden. Durch seine Häfen am Golf, am Arabischen Meer und am Kaspischen Meer sowie durch sein Eisenbahnnetz, das das ganze Netz überspannt, ist die Welt mit der landeingeschlossenen zentralasiatischen Nationen verbunden, den indischen Subkontinent durch den Nord-Süd-Korridor von Indien nach Russland mit Nordeuropa und Asien über die Türkei und den Irak mit dem Nahen Osten und Europa. Der Iran hat auch darauf bestanden, sein Kernkraftprogramm in Zusammenarbeit mit Russland aufzubauen. Trotz der Sanktionen und des Drucks. Das erste arbeitende Kernkraftwerk in der Region steht in Bushehr. Die iranische Regierung hat soeben angekündigt, dass sie eine Serie kleinerer Kernkraftwerke aus Russland kaufen wird, die an den Küsten des Landes aufgebaut werden sollen, um Meerwasser zu entsalzen und Strom zu erzeugen. Der Iran wurde von einer neuen Welle von Dürren getroffen, die sich in der Geschichte oft über 27 bis 30 Jahre erstreckten. Deswegen wurden in den letzten Jahren in diesem Land massive Staudamm- und Wasserinfrastrukturprojekte durchgeführt, die von einigen heute als die pro Kopf größten der Welt betrachtet werden. Nur um zu erklären, was ich gesagt habe. Iran hat seine eigene strategische Position genutzt und hat Verbindungen zur Seidenstraße, Zentralasien, der Türkei nach Europa gebaut, in Bandar Abbas vom Persischen Golf, wo sie einen Weltklasse-Containerhafen aufgebaut haben, dann eine doppelgleisige, elektrifizierte Eisenbahnstrecke nach Zentralasien, eine der wichtigsten Handelsrouten für diese landeingeschlossenen zentralasiatischen Wirtschaften. Iran arbeitet auch mit Indien und Russland und um den Chabahar-Hafen durch den Kaukasus mit Russland zu verbinden. Das wären also Transportwege, die sonst durch das Schwarze Meer gehen würden. Man hat die Transportzeit halbiert. Das ist die Seidenstraße. Und diese Projekte, bei denen geht es nicht nur um Handel, da geht es nicht um Transport von Punkt A nach B, sondern die Idee ist, dass man ganz neue Regionen erschließt. Und dass man das Potenzial für ihre Entwicklung vergrößert, die kreativen und produktiven Produktivkräfte der Bevölkerung zu vergrößern. Und zwar durch die entsprechenden Werkzeuge, die ihnen geliefert werden, durch Anschluss an diese Eisenbahnsysteme. Das beeinflusst natürlich die Geschwindigkeit und die Produktivität des Handels. Also wir reden über Infrastruktur, Korridore und nicht einfach nur über Handelswege. Iran ist mit Pakistan verbunden. Das ist keine Eisenbahnverbindung mehr.
Pakistan ist durch den Afghanistan-Krieg, durch den Drogenhandel und durch die militärischen und Geheimdienstinstitutionen in Pakistan gemeinsam mit Saudi-Arabien und den USA. Das hat sich also sehr viel verändert, wie Frau Sengupta schon angedeutet hat. Die Verbindung nach Peshawar ist über 100 Jahre alt und war ein Erbe der britischen Kolonialära. Eine Reise durch dieses Gebiet dauert 3 Tage. Das ist also keine Eisenbahnverbindung mehr, sondern eine Touristenattraktion. Und es war gab einen sehr interessanten Kommentar eines Touristen. Er sagte, dieser Zug ist so langsam. Einer der Vorteile ist, wenn man eine schöne Gegend sieht, kann man aussteigen, ein Bild machen und wieder einsteigen, ohne dass man den Zug verpasst. Aber wie unsere Freundin aus Indien sagte, Jayashree Sengupta, dass Xi Jinping in Pakistan war und dort Übereinkommen über 46 Milliarden Dollar unterschrieben hat, um Schnellbahnsysteme aufzubauen und andere Infrastrukturnetzwerke von Westchina zum Gwadar-Hafen in Pakistan. Also Leute, die auf diesem Schnellzug fahren, die können dann noch dem britischen Empire auf Wiedersehen winken. Das sind die Projekte, die Iran durchgeführt hat, und die sind absolut unverzichtbar für die Nord-Süd- und Ost-West-Verbindung und die Kommunikation zwischen den Nationen, trotz des Terrorismus und trotz der wirtschaftlichen Sanktionen, die eine schwere Bürde auf Iran gewesen sind. Das zweite Beispiel, das ich habe, ist Ägypten. Ägypten wurde seit Anfang der 80er Jahre, wie schon erwähnt, in Ägypten wurde seit den frühen 80er Jahren destruktive Wirtschaftspolitik durchgeführt. Ein Umstand, der das Land von der Einfuhr von Nahrungsmitteln, Treibstoff und vielen anderen Produkten abhängig gemacht hat, die bis in die 60er und 70er Jahre größtenteils im eigenen Land hergestellt worden waren. Wir werden darüber mehr bei der Präsentation von Dr. Ali Ibrahim aus Ägypten hören, die von seiner Tochter morgen vorgeführt werden wird. Wir haben auch ausführlich in EIR darüber geschrieben, was in der ägyptischen Wirtschaft sich zuträgt. Die Revolte in Ägypten vom Januar 2011, die eine Reaktion auf diese Zerstörung war, wurde politisch abgewürgt. Und die Kombination aus Muslimbruderschaft und dem Wiedererstarken des sogenannten islamischen Terrorismus in den Ländern des arabischen Frühlings wurde zu einer akuten Bedrohung für die Existenz des Landes. Doch das ägyptische Volk erholte sich von diesem Desaster durch eine weitere Revolte im Juni 2013 und eine neue Führung kam an die Macht, die neue Hoffnung weckte. Betrachtet man sich die Wirtschaftsentwicklung und die Zukunftspläne, die die Regierung von Präsident Abdel Fattah el-Sisi in den letzten 9 Monaten vorgelegt hat, wird deutlich, dass das Denken in der Bevölkerung und ihrer Führung mit der BRICS-Dynamik harmoniert und mit den genuinen realwirtschaftlichen Interessen des ägyptischen Volkes in Einklang stehen. Der Bau des neuen Suezkanals, der Ende letzten Jahres mit atemberaubender Geschwindigkeit begann, ist ein klares Anzeichen dafür, dass sich Ägypten als wichtiges Element der maritimen Seidenstraße positioniert, wie sie ein Jahr zuvor von Präsident Xi Jinping vorgeschlagen wurde. Das ist hier die maritime Seidenstraße. Eine interessante Sache über diese nichtlinearen Entwicklungen, die so entstehen. 1990 gab es Ökonomen aus Ägypten, die gesagt haben, wir mögen die Seidenstraße nicht, weil die Seidenstraße über Land wird Containerschiffe aus dem Suezkanal abziehen. Und sie haben also nur linear gedacht. Wir haben damals gesagt, nein, die gesamte wirtschaftliche Entwicklung wird sogar enormes Handelsvolumen erzeugen. Ägypten, Iran, sie werden damit gar nicht umgehen können, sondern sie müssen sich darauf vorbereiten. Das ist also ein nichtlinearer Prozess, wo sich wirtschaftliche Aktivitäten gegenseitig multiplizieren. Jetzt baut die ägyptische Regierung einen neuen Suezkanal, um mit dem Güter- und Warentransport überhaupt umgehen zu können von Asien in Richtung Europa.
Das ist also ein schlagender Beweis in diesem Fall. Die Beziehung Ägyptens mit Russland und vor allen Dingen mit China hat sich gefestigt. Gleichzeitig hat sich seine Beziehung zu den Vereinigten Staaten unter Präsident Obama und zu vielen EU-Ländern abgeschwächt. Auf der ägyptischen Wirtschaftsentwicklungskonferenz, die im März diesen Jahres in Sharm el-Sheikh stattfand, hat die ägyptische Regierung eine beispiellose Zahl von Infrastrukturprojekten vorgestellt, an der sich die Nationen und Unternehmen der Welt beteiligen können. We made a simple map of the. Wir haben hier eine einfache Karte dieser Projekte dargestellt. Natürlich das Hauptprojekt, der Suezkanal, dann die Suezkanal-Industriezone. Ein neuer Hafen wird auch dort gebaut, ein Container-Umschlaghafen, wo sonst Schiffe 12 bis 14 Stunden warten müssen. Dazu gehören Industriezonen, neue Bahnverbindungen zwischen dem neuen Hafen und der neuen Industrieregion südlich Kairos, auch andere Infrastrukturprojekte. Es wird Ägyptens Wirtschaft revolutionieren. Ein Aspekt der Arbeit mit Russland ist die Arbeit an der Vervollständigung des ersten Atomkraftwerkes für Ägypten mit russischer Zusammenarbeit. Das war im Februar, als Präsident Putin in Ägypten zu Besuch war. Und ich bin im März nach Ägypten gefahren, also etwa einen Monat später. Und da sah man immer noch die russischen Fahnen an den Fahnen und auf den Brücken, weil die Leute so stolz waren über den Besuch und das Treffen zwischen el-Sisi und Präsident Putin. Es gibt natürlich andere Projekte auch, die ich Professor Metwali überlassen werde. Das ist seine Spezialität, Wasser- und Landwirtschaftsentwicklung. Das andere Beispiel, das ich geben möchte, ich werde einige der axiomatischen Probleme auslassen, mit denen sich Helga Zeppler-Husch heute schon beschäftigt hat, über Malthusianismus und die Prägung des Mindset, der Denkart im Westen durch dieses Denken. Ich springe also direkt zum nächsten Beispiel. Aus einem internationalen Aspekt. Das ist der Premierminister Chinas, Li Keqiang. Er fuhr nach Westafrika und später nach Ostafrika. Das war im Mai 2014. Und bei seiner Tour bot er Kooperation bei einer Reihe von Projekten an, die diese Länder dringend brauchen. Das ist eine simple Illustration dieser Projekte, die wir unmittelbar beginnen müssen. Im Südsudan, in Äthiopien und wo es auch um den Bau von moderner Eisenbahn geht nach Uganda und Burundi. Wir haben eine Reihe von Artikeln über diese Frage in EIR veröffentlicht, insbesondere über die Integration von Wasser-, Energie- und Transportsystemen im Niltal und in Ostafrika mithilfe Chinas und der BRICS-Nationen. Erübrigt sich zu sagen, dass die EU und die USA nie etwas zur groß angelegten Infrastrukturentwicklung in diesen Regionen beigetragen haben. Diese Länder wurden mehr als 100 Jahre lang von britischen und anderen Imperien brutal ausgebeutet. Nach der Unabhängigkeit wurde ein Militärputsch nach dem anderen, ein Bürgerkrieg nach dem anderen angezettelt, während gleichzeitig die globalen Minengesellschaften und die Kaffee- und Teeplantagen weiter arbeiteten und die Ressourcen aus diesen Ländern abzogen. Aufgrund der mangelnden Infrastruktur sind die Transportkosten in dieser Region die höchsten auf der ganzen Welt. Aber das ändert sich jetzt. Die landeingeschlossenen Länder mit großen Rohstoffvorkommen erhalten die Möglichkeit, ihr Landesinnere zu entwickeln und ihre Bevölkerung Wohlstand und technologische Entwicklung zu bringen. Ihr Potenzial erhält die Chance, verwirklicht zu werden. Die Karte Afrikas wird sich verändern und die Karte Afrikas wird sich ändern und ändert sich bereits jetzt durch die Umsetzung großer Infrastrukturprojekte. Das ist eine Karte, die ich aus
aus dem Le Monde Diplomatique entlehnt habe, die also Wasserkraft- und Energieprojekte in der Region darstellt. Wir haben Äthiopien entwickelt bereits sein Wasserkraftpotenzial. Afrika hat ein großes Wasserkraftpotenzial, was nie entwickelt worden ist. Dazu Transportnetzwerke. Wir haben den großen Inga-Damm, wo China eine Machbarkeitsstudie geliefert hat. Das kann mehr als 40 Gigawatt elektrischen Strom liefern. Das sind etwa 40 Kernkraftwerke. Es gibt andere große Projekte, die lange, lange Zeit in den Schubfächern gelegen haben und jetzt langsam umgesetzt werden mit Hilfe Chinas und anderer BRICS-Nationen. Und das trotz all der schrecklichen Krisen, die in der Krise ihre Auswirkungen gezeigt haben. Wir haben hier auch das Bild von Transaqua, um den Tschadsee wieder zu befüllen, der ausgetrocknet ist. Wir haben das für viele Jahre diskutiert. Wir haben Lobbyarbeit dafür gemacht, dass Europa und die USA dieses Projekt unterstützen, was Millionen von Menschenleben beeinflusst in der Gegend des Tschadsees. Aber ich denke, der nächste Schritt wird sein, dass China und andere BRICS-Nationen dort intervenieren, um dieses Projekt Realität werden zu lassen. Afrika verändert sich und es wird sich verändern. Äthiopien beispielsweise dürfte nie mehr mit Hunger und Elend in Zusammenhang gebracht werden bei Nachrichtenprogrammen, da das Land ein großes Entwicklungsprogramm in Gang gesetzt hat, das den Bau von Staudämmen, moderne Bewässerungsanlagen und Anbaumethoden sowie ein modernes Transportwesen umfasst. Dazu gehören dann eben auch Sudan, Djibouti, Kenia und andere Nationen. In Afrika und im Nahen Osten, dank des positiven Eingreifens Chinas und der BRICS-Nationen, gibt es große Hoffnungen. Europa und die USA sollten sich daran zu beteiligen, anstatt es zu blockieren. Vielen, vielen Dank.